Okay, hallo meine lieben Jungs, willkommen zur siebten Folge von YouTubers Live. Mein Name ist Dena, aber das hier drin, das ist die Beate, mit der wir hier natürlich weiter spielen, Leute. Mit der Beate Klick. Und wir hatten in der letzten Folge ein paar Tonprobleme, in den letzten drei Folgen, glaube ich. Weil die waren alle in der Aufnahme und ich habe keine Ahnung, wer diese komischen Geräusche herkommen. Ich hoffe, es ist jetzt hier in Ordnung. Ich habe hier alles durchgecheckt und so weiter. Und es war auch bei keiner anderen Aufnahme. Deswegen hoffentlich sollte es gehen. Wir laden gerade unser Amazon UFO Gameplay Nummer 2 hoch. Und das sollte uns hoffentlich weiter auf der Abonnentenleiter nach oben bringen. Aber mir wurde auch sehr viel in den Kommentaren geschrieben. Vielen Dank für euer fettes Feedback zur ganzen Geschichte hier. Und die Beate freut sich natürlich auch. Und ihr habt mir unter anderem gesagt, ich sollte mal viel arbeiten gehen. Nicht nur, weil ich ja gleich die Miete bezahlen muss. Das ist ja gleich wieder in 5 Tagen und rechts hier ja gerade die Zeit. Ist das ja schon wieder der Fall. Sondern damit wir uns eben eine neue Konsole zum Beispiel mal kaufen können, um Konsolengames aufzuzeichnen und so weiter und so fort. Und deswegen bin ich da natürlich auch mal am Start. Aber erstmal müssen wir schlafen, gleich essen wir noch ein bisschen was und dann sind wir da, glaube ich, auf jeden Fall auf einem ganz guten Weg. Und können mal gucken hier, wie es denn mit den neuen Kommentaren und so weiter zu unserem UFO Gameplay Nummer 2 aussieht. Und ich muss Essen kaufen, Leute. So viel zu tun hier immer in YouTubers Live. Das ist echt... Nee, was machst du da? Ich habe gesagt Essen. Achso, okay. Kauft Essen am PC, man will es nur woanders aus. Ist ein Salat denn wirklich gut? Ich weiß nicht, ihr habt mir immer gesagt, Limonade, aber ist doch scheiß Limonade. Egal, ihr habt mir gesagt, hey, ich vertraue auf euch. So, zack, kaufen wir alles ein hier. Das ist schon krass, ne? Die Beate, die lebt praktisch in so einer Simulation. Als wie Elon Musk da gesagt hat, die Chance ist relativ viel höher eigentlich, dass wir in einer Simulation leben, als dass wir in echt leben, der Tesla-Gründer. Aber wir sind immer noch hungrig. Achso, weil es nur, man muss das Essen natürlich auch essen und nicht nur kaufen. Dann geh mal, Beate, geh mal dahin, dann essen wir mal was von unseren leckeren Limonaden, am besten natürlich direkt hier gleich mehrere, damit du auch wieder wirklich vollen Hunger hast und so weiter. Und dann geht's gleich weiter in unserer YouTube-Laufbahn. Denn, was machen wir denn als nächstes? Also, Amazon UFO Gameplay läuft megamäßig krass. Also, ich würde sagen, bevor wir irgendwas anderes machen, gehen wir direkt nochmal und machen wir noch ein UFO Gameplay-Video. Das ist ja zu krass. 22.000 Views schon wieder für das ganze Ding hier. Dann machen wir ja direkt nochmal ein Gameplay hinterher. Das ist eigentlich ein Scheißspiel. Wieso? Wieso ist das so gut? Und wir brauchen einen neuen PC auch noch. Aber erst mal eine Konsole. Wir müssten so viel hier noch aufrüsten und so weiter und so fort. Was ist eigentlich unsere Aufgabe? Ich mag, was ich sage. Achso, einen Vlog sollen wir machen. Aber dafür müssen wir eingeladen werden. Wie werden wir denn eingeladen zum Event? Okay, erstmal... Ah, das ist neu, Leute. Es gibt noch ein neues Beta-Update, habe ich mir extra genannt. Also, es gibt eine Beta von der Alpha sozusagen. Ich kann ja nur eine winkende Begrüßung machen. So, dann machen wir mal die winkende Begrüßung. Und jetzt... Zeit, bevor das Spiel startet. Unlustiger Kommentar. Ist ja doof jetzt hier gerade. Okay, das ist schon voll schwer. Jetzt steht ja nicht mal das alles. Ist ja alles neu. Du bleibst hängen und drückst alle Knöpfe. Mörderischer Blick. Das kann nicht wahr sein, Junge. Oder wie auch immer. Ausschnitt. Okay, jetzt einfach nur ein Ausschnitt, den wir sehen. Da kommt ein. Wieso sind die denn alle sauer? Kurzer Kommentar. Soll weitergehen, Leute. Blöder Ausschnitt hier. Da bin ich nicht für da. Und du schaltest die Kamera aus. Ich kann nicht mehr winken verabschieden. Dann muss ich noch einen sinnlosen Kommentar hinterhängen. Hä, das ist ja richtig komisch, dieses neue System. So, Leute, ich blicke ja noch nicht ganz durch, ne? Also, ich sehe schon, kommen gerade der letzte Tag, bevor ich in die USA reise. Deswegen kann ich jetzt nicht mehr auf die Kommentare eingehen, ein paar Folgen lang. Aber, hier jetzt auch beim Schnitt. Ihr habt mir so viel gesagt, was ich beim Schnitt falsch gemacht habe. Also, so viel. Ich glaube, wir haben in einer Folge mal ausgesehen, einen roten Fall gehabt. Und ich hätte, zwei rote Pfeile gehabt. Und ich hätte auch nur einen haben können, wenn ich eins nach ganz vorne gepackt hätte. Und Alter, wie es in den Kommentaren abging. Sorry Leute, ich sehe nicht immer alles perfekt. Danke natürlich trotzdem, dass ihr wollt mir nur helfen. Ich verstehe das, ja. Aber ja, das ist nicht immer ganz einfach hier auf jeden Fall. Guck mal, jetzt haben wir zum Beispiel nichts unten. Der muss halt irgendwie jetzt rot werden. Irgendwie so gefühlt. Kann ich den noch davor setzen? Nein, dann haben wir zwei rote. Wir haben nur einen roten. Kann ich das noch irgendwie anders machen? Könnte halt den hier sozusagen einen Anfang setzen. Und den hier raus. Und jetzt ist es komplett... Ne, doch, die sind grün. Habe ich aber trotzdem wieder unten keinen. Habe ich jetzt. Ah, okay. Soll ich nur einen roten? Ich glaube, ich hoffe, dass ich jetzt nicht ganz scheiße bin. Wir legen auf jeden Fall mal den Fokus drüber und Farbe zuordnen. Ne, wir machen mal Titel. Ich weiß auch nicht, das hat mir zum Beispiel. Das habe ich gefragt, hat mir niemand was zu gesagt. Ob das zum Beispiel hier wichtig ist, dass man diese Punkte ja irgendwie ausgeglichen hat oder so. Keine Ahnung. Was? Es geht das Gerücht um, dass du nur Videos machst, um Geld zu verdienen? Nein, ich mache das nur aus Spaß. Beate Klick macht kein Clickbait und gar nichts. Es ist nur aus Spaß, alles, was wir hier machen. Oh Gott.
verweigern auf jeden Fall. Deine Abonnenten schätzen Ehrlichkeit über alles und reden über dich ohne Pause. Das neue Abonnenten auf deinem Kanal. Richtige Entscheidung, Leute. Wir haben es nicht ignoriert. Wir haben dagegen gehalten und wir haben der Welt gesagt, wir machen das nur, weil wir Spaß haben, okay? Und die Anzeigen auf den Videos und Toyplays, das ist alles, das ist nur für Spaß, wirklich. Hochladen das Video, Leute. Ihr bekommt ein neues Amazon UFO Gameplay Nummer 3 und mein PC ist wieder am Arsch. Das kann nicht sein, Leute. Ich mache das nur, um Geld zu bekommen für einen neuen scheiß PC. Mann, ich kann nicht schon wieder reparieren müssen. So, ich muss ihn jetzt reparieren, weil sonst bricht das, glaube ich, das Gameplay oder der Upload oder irgendwas ab. Da hätte ich zumindest Angst vor. Ich muss dringend diesen Kurs machen, Leute. Man kann so einen Kurs machen, dass man den PC selbst reparieren kann. Kann doch nicht wahr sein, Alter. Ich habe jetzt in 2 Monaten den 3-mal oder 4-mal kommen lassen. Beweg dich, ich muss mir eine Versteigerung im Internet anschauen. Der PC ist kaputt, dumme Mitbewohnerin, Isis. Mann, komm, wir umarmen dich stattdessen vielleicht mal. Hier, so, einmal kurz umarmen. Hä? Ich hab gesagt umarmen. Dann ist sie weggegangen. Isis, was ist los mit dir? Nicht nur dein Name ist komisch. So, wo kann ich jetzt einen Kurs? Möchte einen Kurs machen, Leute. Irgendwo hier war doch ein Kurs. Kurs fortsetzen. So, wir machen einen Computerwissen für Anfänger. So, start den Kurs. Angeblich kann man einen PC selbst reparieren und das wäre wirklich für uns ziemlich, ziemlich gut, Leute. Ich glaube, die Maus wieder an der richtigen Stelle. Wir haben auch einige Aufnahmen immer an der falschen Stelle, ne? Guck mal, jetzt bin ich in der Mitte vom Bildschirm, jetzt gehe ich ganz rechts. Ja, ist immer noch richtig. Ach, da lernen wir mal ein bisschen, Leute. Ach, wir werden nie wieder diesen blöden Mechaniker hierher holen müssen. Der macht doch immer Extras kaputt, nur damit er uns irgendwie bei uns sein kann, habe ich das Gefühl. Und die Abonnenten gehen gar nicht nach unten, Leute. Die Abonnenten gehen weiter nach oben, auf jeden Fall. Wollen wir mal so ein Gameplay bewerben? Ich mache das gleich mal, wenn ich nochmal so ein Gameplay machen würde mit, also nicht Gameplay, sondern so ein Preview, weißt du, wenn das Spiel ganz neu ist und ich dann die Beate die erste ist, die ein Video dazu macht und das ganz oben in der Suche ist, dann bewerben wir das zusätzlich und dann investieren wir nochmal ein bisschen Geld rein. So, es ist der 30. März, wir müssen eigentlich jeden Moment müssen wir Geld zahlen für und wir müssen gleich mal schlafen, wenn der Computerkurs für Anfänger durch ist. Aber wie lange studiert sie denn noch? Studiert jetzt so lange, bis sie stirbt, weil sie nicht geschlafen hat? Oh Gott, Beate! Beate, man kann nicht gut lernen, wenn man müde ist. Ich hab ihr schon, also ihr seht das gar nicht, weil die Kamera davor ist, aber Leute, ich zeig's euch hier mal kurz. So, der Schlafen steht da gerade, ja? Und ich hab das schon ausgewählt, dass sie schlafen geht, aber nein. Ah, warte, ich kann mal schön kurz auf Pause klicken, glaube ich. Ja, okay, dann hat sie weggelegt. Oh, die arme Beate. Hast du keine eigene Entscheidungsmacht mehr? Beate, es tut mir aber leid. Guck mal, wie so ein Spanner. Können wir so ein kleines Mädchen beim Schlafen zugucken aus dem Fenster? Alles klar. Und man kann voll weit rauszoomen. Komm, das ist bestimmt Zimmer von der Isis. Ja, hoffentlich hat die keine Bombe hier drin versteckt. Das wäre ein bisschen doof. 25.000 Aufrufe? Das ist stark. Das ist wirklich stark. Respekt, kleine Beate. Erstmal was essen dafür. Ich weiß nicht, ob das unser meist aufgerufenes Video ist bisher. Kann das sein? Weil ich meine, das ist nur das dritte Gameplay von irgendeinem Kackspiel. So. Oh, warte, irgendwas wurde erst noch schnell was essen. Irgendwas wurde veröffentlicht. Naughty irgendwas. Das müssen wir uns kaufen, Leute. Oh, wer kommt da rein? Hallo, Beate. Nein! Nein! Du kannst nicht immer hier reinkommen. Immer kommt ihr rein und will irgendwas zocken. Es geht nicht. Ich, mein Geld ist schon abgegangen wegen der Miete. Ich weiß nicht, wir haben ja eigentlich den 1. April. So, wir müssen jetzt ein bisschen einkaufen, Leute. Wir müssen zu Amazing On. Und dann müssen wir uns mal ein schickes Gameplay kaufen. Gameplay kaufen, Leute. Wir müssen eins kaufen. Und zwar... Hier ist ja gar nicht dieses neue geile Game, oder? Kann das sein? Ich sehe kein neues... Da, hier. Miniatur. Ah, das ist für die Nikosoft Z-Box 360. Nee, gar nicht. Das ist es ja. Das lange erwartete Naughty, aber auch für Nikosoft Z-Box. Wir müssen uns dringend eine Konsole kaufen. Ich habe kein Geld für eine Konsole. Das ist natürlich scheiße. Und wieso haben wir so ein Kack-Handy? Wie viel kostet denn eine Konsole? All Console Games. $499! Nice! Und wurde gerade eben schon wieder ein neues Spiel veröffentlicht. Wie häufig werden hier neue Spiele? Alles für die Nikosoft Z-Box. Alles wirklich hier Konsole to be. Also das ist... Na, die brauchen wir auf jeden Fall. Ich brauche hier neue Challenges. Damit ich immer wieder neue XP und so weiter bekomme. 8. Level sehen wir schon. Geld ist auch ordentlich am Start. Ach! Ich kann mal hier sogar reingucken, okay. Ach, 80 kostet nur die Miete. Und die haben wir uns ja schon gezahlt. Wir haben noch keine Mitarbeiterin. Das können wir, glaube ich, erst in der nächsten Wohnung machen. Dann können wir uns die einstellen. Dann schneiden die für uns und so weiter und so fort. Wir machen erstmal ein ganz casual neues Game. Nochmal Amazing UFO. Das ist ja, das geht im Moment so ab. Es ist zwar schon das 4. aber egal, Leute, ja.
wenn es so abgeht, dann müssen wir auf jeden Fall die Videos weiterhin dazu machen. Das bringt uns hier über die 25.000 auf jeden Fall. Die winken ja Begrüßung, hauen wir da direkt mal rein. Ausgeschlafen genug sind wir sowieso die ganze Zeit. Zusammenfassung des Spiels. Ernster Kommentar? Ich weiß es nicht. Das ist ja voll schwer geworden jetzt hier. Und man. Das Spiel hängt sich auf. Okay. Da singen wir einfach dazu, Leute. Nein, das war die falsche Emotion, glaube ich. Das hat gerade so gemacht. Aber ich finde, dann kann man mal singen, wenn das Spiel abstürzt. Zeit, bevor das Spiel startet. Ein lustiger Kommentar. Auch falsch! Was? Warum? Handlungswechsel. Unlustiger Kommentar. Das ist ja wohl scheiße. Hä? Das macht gar keinen Sinn, dazu einen lustigen Kommentar zu machen. Mann, das verstehe ich nicht, dieses neue System. Ist mir suspekt. Schneiden wir es wenigstens geil zusammen, hoffentlich. Ja, dann kommt der Zweier hier hin, dann kommt der Zweier da. Oh, nur keinen einzigen roten. Nice. Das ist nice, Leute. Nein, wir brauchen den weichen Fokus auf jeden Fall, weil das ist ja sonst gar nicht gut dabei am Start. Und wir mal einen Titel wählen. Und ich muss wirklich mal mein PC um 3 Punkte aufrüsten, damit ich mal alles immer hier reinballern kann. Das sollten wir auf jeden Fall gleich mal machen. Wir kriegen jetzt ja auch mittlerweile eigentlich genug Geld. Schon allein durch die Videos. Selbst unsere Videos machen ja wirklich hier, wenn man sich mal auf den Kanal umschaut, selbst unsere Videos machen im Moment ordentlich Cash. Hier, 36, 36, 14, 39, 32 und wir haben die meisten Aufrufer, sind immer noch auf UFO 1, aber zum Beispiel UFO 2, viel weniger als UFO, achso, die Preview 2 ist so wenig, okay. Man würde keine 2 Previews machen, würde ich sagen, das ist auf jeden Fall klar. Okay, und dieser Prank, der Prank hat sogar weniger als das normale Gameplay, krass. Okay. Was möchtest du schon wieder? Nein, 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 ich geh da hin. Ich mach ein neues Game-Video. Haha. Ausgetrickst. Nochmal. Wir hauen direkt ein Gameplay hinterher. Hahaha. Direkt erster. Achso, ich kann es nicht machen, weil der Computer arbeitet. Oh nein. Okay, aber sie geht auch nicht. Ah, gut. Und noch ein Spiel für Nikos auf Xbox wurde veröffentlicht. Es hört ja gar nicht auf. Gehen wir mal kurz arbeiten hier. Ich hoffe, wir haben genug vier von alles. Von den ganzen Stats, dass wir nicht total müde und fertig werden, wenn wir jetzt arbeiten. Aber ich denke, das sollte gehen. Das bringt wieder ein bisschen Geld in die Kasse rein und dann holen wir uns. Wir sind nicht mehr so weit weg von der Z-Box. Guck mal, wir sind schon bei 286. Bald kommt das vom... ziemlich bald... Ja, so, jetzt kommt bald das Geld rein vom Amazon UFO Gameplay Nummer 4. Dann sind wir schon wahrscheinlich über 300. Und Miete müssen wir erst in einem ganzen Monat wieder zahlen. Das sieht auch gut aus, dann kaufen wir uns mal die Box. Oh, ein Spiel wurde von vielen... ein neues Spiel müssen wir uns gleich kaufen. Und was steht hier? Hallo, Beate Klick. Ich bin einer deiner größten Fans. Ich will nicht wie ein Stalker wirken, aber ich gebe dir $30 für grüne Tonschuhe aus deinem Schrank. Also, ich habe gesagt, wir werfen jegliche moralische Vorstellung whatsoever über Bord hier. Und deswegen machen wir das. $30 für... Oh nein. Du wurdest übers Ohr gehauen. Die Person wollte es nur auf einer Auktion verkaufen. Einige an der Vorder denken, dass du es nicht verkaufen wirst und folgen dir nicht mehr. Nein! Aber $30. Kein Ding für den King, würde ich mal sagen. Okay. Beate, das machst du nicht nochmal. Das war dumm. Sorry. Ja gut, okay. Machen wir schnell. Einkaufen! Nein, nein, nein. Immer wenn man... einkaufen hier, so. Immer wenn man... Was ist los? Beweg dich, ich muss dir eine Versteigerung im Internet anschauen. Nein, PA, die will wahrscheinlich meine Schuhe kaufen. Scheiß Isis. Okay. Wir rüsten jetzt erstmal unseren PC ein bisschen auf. Das wollten wir eh machen. Was bringt denn mehr Renderpunkte? Das Gehäuse? Wenn ich das aufrüste, ist ja viel zu teuer, das Gehäuse. Aber wahrscheinlich ist es nicht nur das Gehäuse, sondern es ist der ganze PC. Aber da steht halt nur das. Ich brauche mehr Punkte. Desktop-Mic? Bringt das was, wenn ich mir Desktop-Mic kaufe? Man kriegt dann echt 4 Punkte dazu. Ich habe nicht, oder braucht das sozusagen 4 Punkte? Das kann ich mir auch vorstellen, dass es 4 Punkte braucht. Weil da habe ich noch nicht ganz verstanden, sozusagen, was bringt und was... Keine Ahnung, wir kaufen uns mal als Desktop-Mic. So, und die Folge braucht wohl einen Arbeitstag. Gut. So, mal schnell was essen hier zwischendurch mal wieder. Dass sie nicht sich selbst was zu essen holen kann. Hier, geh doch essen. Soll da nicht dran scheitern, dass hier nichts ist. Und da ist auch schon mein Paket da. So... Da ist unser Mike am Start, da steht es jetzt auch schon. Und direkt nochmal eine Limonade hinterher gegessen. Dann sind wir auch wieder voll ausgeruht und dann würde ich mal sagen, gehen wir mal wieder an den PC. Und, ich verliere wieder Abonnenten. Ach, ich wollte ja auch das Spiel kaufen. Stummkopf. Schnell, kauf das Spiel. Amazing on. So, das ist ja sauscheiße bewertet. Das ist zwar, das ist ja nicht. April 7, was ist denn das Neue? Ah, hier, Micro-Helikopter. Oh, ist nice bewertet. Kaufen.
Oh, nice, 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 nice. Oh, das hätte ich sofort kaufen müssen. Komm schnell her. Oh, solange, bis es kommt, setzen wir mal unseren Kurs hier weiter fort. So. Schön weiter lernen, bevor der PC nochmal kaputt geht. Und warten wir ab, bis die neuen. Ah, das ist das Paket. So. Das ist unser Spiel. Und dann, weiter lernen. Nee, erstmal Spiel werden. Ich hoffe, wir können den Kurs finishen, bevor wir wieder, bevor der PC nochmal kaputt geht. Wir machen jetzt erstmal eine richtig geile Preview. Die gibt auf jeden Fall Abonnenten, nämlich. Studienkurs abbrechen. Kannst später weiter studieren. Jetzt gehst erstmal hier ran. Okay, Mikrofon, kein Filter und Ausrichtung. Mono-Ausgabe? Wieso sollte ich denn Stereo machen? Wieso haben wir denn nur 13 Renderpunkte? Ich hab doch eigentlich. Ach so, hier, die Webcam macht minus 5 Punkte. Das sind einfach nur irgendwelche hier die anderen Punkte. Ich verstehe das nicht ganz, Leute. Egal, wir machen jetzt erstmal die Preview fertig. Ich hätte mal einen geileren Titel wählen sollen, aber anscheinend macht die dir eh nichts aus. Das ist nur für die Beade selbst wichtig, für unser Herz. Vielleicht kommt es in einer späteren Version, dass noch Titel analysiert werden in 5000 Jahren. So, die wegen der Begrüßung, der Standard. Ich bin's, Beade. Wir haben ein neues Spiel für den PC am Start. Oh, noch neun Spiele, warte. Call of Furies müssen wir uns auch holen. Okay, machen wir erstmal den unlustigen Kommentar zur ganzen Geschichte dazu. Und es war auf anscheinend in Ordnung. Die Prinzessin wurde ein weiteres Mal entführt. Professionell, Leute. Wir holen die da raus. Gar kein Problem. Okay, Zeit bevor das Spiel startet. Lustiger Kommentar? Warum? Man macht doch Schwitze dann, oder nicht? Bin ich ein scheiß Let's Player? Ich kenne mich gar nicht aus. Wie soll ich denn der Beade helfen? Ich bin selbst so ein scheiß Let's Player. So, ein sinnloser Kommentar nochmal, wenn die Kamera ausgeht. Und dann war's das. Okay, es geht das Gerücht um, dass du Videos machst, nur um Geld zu verdienen. Nein! Das stimmt nicht, Leute. Gut, neue Abonnenten auf dem Kanal. Nice. Nur weil ich gesagt habe, nein. So, ich hoffe, wir haben jetzt mal. Ne, wir haben immer noch nicht genug Renderpunkte hierfür. Ein Renderpunkt fehlt uns noch. Da muss ich noch irgendwas aufrüsten. Damit verstehe ich eben die Berechnung dieser Punkte nicht. Egal, wir werden es noch rausfinden, Leute. Nein, das ist alles hier nicht so ganz. Hey, wir haben zweimal den hier, kann das sein? Ne, einmal ist er so. Aber. Mist. Wir kriegen hier nichts ordentlich. Wir kriegen hier gar nichts ordentlich hin, habe ich das Gefühl, Leute. Weil ich habe. Auf das hier gibt es keinen Anfang. Nur auf das hier gibt es keinen richtigen Anfang. Aber das ist ja nicht so schlimm, wenn es nur keinen Anfang gibt. Immer nur das Ende ist das Wichtige, Leute, habe ich das Gefühl. Weil nur beim Ende kommt ja immer rot, sozusagen. Also das Ende muss auf jeden Fall stimmen. So, das heißt, das Ding ganz ans Ende vielleicht, aber. Oh, ich bin komplett verwirrt gerade. Ich muss den Schnitt nochmal neu starten. Jetzt kommen wieder die bösen Kommentare von euch rein, Leute, dass ich hier nicht ordentlich schneide. Oh, mein PC ist kaputt, wie man in der Ecke sehen könnte. Die Funken kommen hier reingeflogen. Oh Gott, jetzt bin ich im Stress. Okay. Wir fangen, also das muss auf jeden Fall. Nee, wir haben zweimal das, wie das hier sozusagen ganz am Ende aufhört. Und ich habe keinen einzigen Anfang, der so eine Art ist. Ja, das ist das Schwierigste, was ich bisher geschnitten habe. Kann das sein oder täusche ich mich gerade? Wie kann das denn gerade so schwer sein, das hier zu schneiden? Den hier hinter. Ich habe keinen einzigen Anfang, also das einer, wo einer sozusagen gehen würde. Das hier würde auch einer gehen und hier würde auch, da habe ich drei rote. Ich kriege das hier nicht gut geschnitten. Ich kriege es wirklich nicht gut geschnitten. Egal, den muss ich jetzt einfach mal so raushauen. Ich kann gut sein, dass ich das schlecht gemacht habe. Oh, okay, es ist ja eine neue Anzeige, aber wie sie merke ich jetzt erst gerade. Aber es war trotzdem, ich hoffe, es war in Ordnung. Ich hoffe, ihr seid nicht zu böse in den Kommentaren mit mir. Ich hoffe, die Tonprobleme sind in dieser Folge verschwunden. Ich werde es mir nochmal genau anschauen. Falls noch welche da waren, dann werde ich nochmal irgendwas ändern. Ich hoffe, es war einfach gut. Ich hoffe, die Position von der Kamera und so weiter passt. Das war es auf jeden Fall für die heutige Folge von YouTube is Live mit der Beade-Klick. Und ich lade das Video hier jetzt hoch. Und dann sehen wir uns weiter. Oder wieder jemand ein Shirt, Leute. Machen wir das oder machen wir es nicht? Wir sehen uns in der nächsten Folge. In zwei Tagen kommt die nächste Folge. Jeden zweiten Tag, 14 Uhr eben. Und ja, ich bin gerade in den USA wahrscheinlich unterwegs. Das heißt, wenn ihr mal bei den Vlogs vorbeischauen wollt, dann guckt da gerne mal auf dem Kanal vorbei. Vielen Dank euch fürs Zuschauen. Macht's gut und ciao.